Die habe ich schon. Die habe ich auch schon. Die haben schon ganz andere Leute fertig gemacht. Obwohl wir nicht recht hatten. Nicht ja. Das hat mir aber trotzdem Spaß gemacht. Ja. Was ist hier? Ja, dazu erwähnt. Ja. Ich glaub's. Trotzdem war es recht witzig. Es war ungerecht. Kann ich klagen. Und witzig. Kann ich klagen, Alter. Für mich war es ziemlich gut. Dadurch hätte es noch mehr Spaß gemacht. Und Profit natürlich. Richtig verklagen. Bis aufs Letzte. Profit. Hä, was war denn nochmal die Wüstenkiste? Oh oh. Die war, glaube ich, auch gelb, ne? Und Sommer war dann. Das hier? Loink, loink, loink. Ich mache einfach mal so. Und die war pink. Ne, nicht dieses, sondern dieses. So. Und schon haben wir größere Kisten. So, super. Alter, wie viel passt da das denn ist rein? Big. Holy shit. Die die Sommerkiste zum Beispiel war fast voll. Und jetzt passt einfach nochmal so viel rein. No boys. Ja, das ist viel besser, ey. Ziemlich neisu. Ey, du wolltest schön Platz sparen. Ne? Oh. Bier ist fertig. Weiß nicht, wofür du das brauchst. Ja, ich komme sofort. Ich komme sofort. So, Ryan, damit. Das? Dann haben wir hier Jade. Und Triffles. Ach ja, die Pilze guckst du immer nach, Janus? Sehe ich schon, aber ich glaube, heute bin ich einfach nur zum Beach und dann rüber ja, zur Tropical. Aber ansonsten ja. Oder habe ich die heute auch schon abgeerntet? Ach, das ist immer so ein Automatismus. Ich weiß das immer gar nicht. Okay. So. Perfekt. Hier sind noch goldene Kokosnüsse drin. Stimmt. Immer bei den Geoden, ne? Gefrorene Geoden haben wir hier. Geode. Normale Magma-Geode. Okay, was machen wir denn morgen, sag mal? Also in die... Das, was du jeden Tag tun, Pinky. In die Skull Mine zu gehen, macht ja momentan noch keinen Sinn. Also Vulkan? Ja, oh, ja, warte, Janus, du auch eins? Geil. Jetzt müssen wir da auch hier nochmal scrollen, oder? Na, na klar. Ja, Mann. Buch die Tasten, Leute. Scroll. Oh. Oh, ich bin besoffen. Nicke Bier. Yes. Leute, jetzt nicht. Ja. Ich war ja eben in diesen Skelettkübel rein. Damit es auch da noch schön verbrennt. Und deswegen brennt es auch. Ja, deswegen brennt es auch, weil du so viel Alkohol getrunken hast. Ja. Wie bist du Spiritus, Alter? Ja. Alter, wie. Auch einfach Minus-Speed. Ja, man merkt, der Körper ist nicht so wie von einem Wikinger. Da ist man nach einem kleinen Bierchen schon weggezwitschert. Ja, Med macht dann ja sogar stärker bei Valheim. Okay. Ja. Alles für den Macht mich auch immer stärker. Stimmt, und es gibt ja auch Gerstenwein, das ist ja sowas wie Bier. Und das ist einfach der Feuerimmunitätstrank. Hä? Warum denn? Wo ist denn Bier? Sinn, wo? Wo bist du, Sinn? Warum macht Bier denn Feuerimmunität? Na Banane. Gut. Banane. Oh, geil. Aber Food. So. Banane haben wir auch schon. Ja, Banane haben wir auch schon. Bier habe ich jetzt auch gerade abgegeben. Met auch heute. Ja, schon gesehen, okay. Die neuen Truhen, James? Collection ist bald komplett, Leute. Wie bitte? Schon gesehen, die neuen Truhen? Guck mal rein, wie viel Platz da ist. Ich muss ganz nach nehmen. Pinkeln, Leute, aber ich... Alter! Ja, nice. Ach nee, doppelt so viel. Ja, wir haben noch ein bisschen Voll Zeit. Voll geil. Hast schon alle ersetzt? Du bist ja fixed. Ja, ah nee, die von nicht, aber die alle. Krass. Ja, vor allem... Schon kannst, viel, ja. Das war auch richtig geil. Du konntest einfach auf die alte Truhe draufklicken und der hat die automatisch ersetzt, ohne dass du den Inhalt rausnehmen musst und rumwechseln und so.
Oh, richtig satisfying. Da musst du doch einen halben Orgasmus gehabt haben. Ja, hatte ich auch gerade. Ja. Okay. Nein, auch. Was soll denn das sein? So ein Halbsteifen, angenehm Halbsteifen. Bisschen Erguss, aber so richtig zählen tut's nicht. Und Tropfen. Ja. Da kam ein Tropfen. Alter, was haben wir denn hier alles verkauft? Hofarbeit. Raymond, komm mal wieder runter. Ja. Apfel, Kirsche, Granate. Hast du das ganze Obst verkauft? Taro-Wurzel. Hä, was hast du denn alles verkauft? Weizen, Blaubeere? Na gut. Oh. Blaubeere. Oh, shit. Ich dachte, Raul hätte noch nicht geradet. Ja, das ist natürlich jetzt so lucky. Ja, kommt ja gleich wieder. Fang schon mal den Tag ein bisschen an. Idee. Ich muss sowieso, glaube ich, heute den Tag eher nach Secret Notes absuchen. Ja. Oder ist Höhle besser? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich ist Höhle noch schneller, ne? Als wenn ich hier rumrenne. Wenn du da die dicken Steine findest, ich glaube schon. Dann gehe ich mal, glaube ich, einfach in die normale. Das Level ist ja egal, ne? Ich kann... Brauch da einfach ja, nur irgendwo hin. Ja. Und dann halt hauptsächlich die dicken Steine. Okay. Okay, mal Level 80. Geht er schon weiter? Ja, ich wusste nicht, dass du nicht. Also, ich dachte, du hättest nicht geradet, weil du auf. Achso, ja, nee, alles gut. Und dann hab. Was soll's? Was machen wir? Was machen Sachen? Also, ich bin jetzt in der Mine. Ich versuche eine Secret Note zu finden, aber. Weiß nicht. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, Secret Note steht als nächstes an, damit wir Iridium holen. Dann können wir die restlichen Obelisken alle abfarmen. Das muss eigentlich gemacht werden, aber das mit den Secret Source ist ja immer so eine Nebensache gewesen. Nee. Aber das ist ja schon auf jeden Fall sinnvoll, was du machst, sie abzufarmen. Ich würde dann, glaube ich, gleich in den Vulkan gehen und mitfarmen. Ja, oder dahin. Ich bin jetzt erstmal einfach nur in der Mine, ganz normal. Ja. Der kleinen Mine. Shit, immer noch kein... Dino geschlüpft. Oh, ein drittes Dino-Ei. Sehr gut. Eine Dino-Rei. Es kommt direkt in die Zucht hinein. Zucht und Ordnung. Ja. So, perfekt. Da noch ein paar Eggs nachgeschmissen. So geil, die ziehen hier immer nichts ab, ey. Ja, ne? Kommt aber noch wahrlich, ja, auf den höheren Level nachher hast du es schon. Da hast du dann, glaube ich, die, da kommen sie dann an ein Level, wo du dann allmählich wieder Damage kriegst. Obwohl, in der normalen Mine tatsächlich gar nicht, ne? Was sie alles so oben, ich weiß es nicht. Also ganz tief meine ich. Keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade auf 84. Wie viel gibt's denn hier überhaupt? 200 Level? 300? Ich glaube 100. 100 nur? 120, ah. Ich gehe mal 120. Ach, das ist das letzte. Okay, dann, ja. Dann natürlich 115. Ach, die Treppen brauche ich ja gar nicht. Aber was ich brauche, ist ein Teleport-Totem. So. Oha, es ist schon ganz schön Zeit verstrichen, wa? Lohnt sich schon eigentlich gar nicht mehr rüber zu fahren. Das sollten wir dann als nächstes holen, ne? Den Insel-Obelisk. Der ist ja übel worth. Summer Squash Seeds, was ist das denn? Ist ja krass. Wo? Summer Squash Seeds habe ich jetzt gekriegt. Ah, ja. In der Höhle. Nee, im Wiki stand, dass man die auch kaufen kann. Aber vielleicht muss man sie einmal gefunden haben oder so. Oder vielleicht resettet das immer am Sommeranfang, der Shop. Weißt du? Das ja, meine ich ja. Vielleicht ist das einfach, dass genau. jede Jahreszeit nach dem Event erst das zählt. Ja, richtig, genau. Also das vermute ich auch, dass sozusagen
Wenn wir jetzt den Herbstanfang haben, sollte Herbstsaat im Angebot sein. Aber es muss einmal refreshed werden, sozusagen, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Ah, ich habe auch so fresh, so fresh, exciting. Ein Erfolg. Fernes Ufer. Müssen wir jetzt alles nochmal zocken? Echt jetzt? Jeden Erfolg nochmal. Ja. Alles gelöscht. Dreist. Geil. Ja. Was ist hier? Ingwer. Hier wurde Ingwer angebaut. Hast du das angebaut? Vor dem Archäologiezelt? Nein, das ist so random. Taucht random auf. Dann farm ich das mal ab. Und hinein in den Boden. So. Wolken, dass ich soll. Ah ja, die sind ja Wayne. Ich bin auf der Suche nach Schalz. Jetzt bin ich mir in dem scheiß letzten Level. Schalz und dicke Felsen. Warum ist hier so dunkel? Charlies! Ach ja, die Mucke. Muss den Lichtring mitnehmen. Ja, nee, Alter. Ist ja Waste. Ich hab doch mein Crit-Bild. Crit-Krieger bin ich doch. Ja, wir haben ja die krassen, ja, krassen Ringe. Weil ich doch jetzt mit Crit sofort töte. Ja, ach ja, das wäre richtig übel. Ach, geil, wieder so ein Block. Nice. Muss nur einen Scheiß wegschmeißen. Zum ersten bis zum 16. Stock? Ja. Mein Block, mein Block. Und nicht Blumentopf, sein Block. Ja. Und ich glaube, Koch, sein Block. Oh, das ist überhaupt nicht. Macht ihr jetzt so einen Talk, ne? Das habe ich letztens gesehen. Der hat so eine Talkshow irgendwie jetzt angefangen, Sido. So Podcast meinst du, oder? Oder so? Nee, so richtig aufnehmen. Bei YouTube halt. Geht auch eine Stunde. Ja, so richtig. Also der hat sich so einen Typen geholt, der macht so die Mod, ne? Und er sitzt da halt, chillt dabei und ja, dann hat er halt immer Gäste und ist halt Kief-Talk ganz oft, ne? Also wegen Cannabis-Legalisierung sowieso und ja, er chillt da eigentlich mehr oder weniger einfach nur ab. Und dann hat er mal halt voll die Experten da. Ist halt relativ, also gut gemacht so, ne? Aber ja, er ist halt da. So halt er ist seriös. Jetzt nicht so richtig krass mit am Reden. Ja, so ein bisschen, finde ich. Mhm. Ja, aber ist cool, das Format an sich gemacht. Ja. So eine Mal hatten sie die ganze Zeit Leute von den Cannabis-Apotheken da, die haben sie diskutieren lassen. Dann die Unternehmer in dem Bereich und so. Und dann haben sie sich da ausgetauscht. War wirklich sehr interessant. Ja, morgen ist ja der jeder immer alles anders. Also ja. Zuschauer, heute ist der eine. Sind ja alle am Brandenburger Tor auch. Ja, echt? Die Aktion. Hast du gesehen? Nee. Hab ich nicht, keine Ahnung. 23.30 Uhr treffen die sich alle heute Nacht und stehen am Brandenburger Tor. Aha, und ja, dann geht's so los, 0 Uhr und klar. Ja. Interessant. Ich finde die Aktion sehr geil, aber ja. Ja, das machen sie in Hamburg. Ist mir ein bisschen auch weit weg gerade. Ja, denke ich mal. Ja. Klar. Ja. Schon krass. Habe ich mir auch schon gedacht, so, ne? Die haben auch so ein KI-Bild generiert halt. Wie viele Leute dann vor so ein Polizeirevier gehen und da rauchen. Einfach weil sie es rufen. Ja, ja, aber die Bullen haben ja kein Problem mit denen. Die sind ja chillig. Die Polizisten, meinst du? Ja, natürlich. Ihr Freund und Helfer. Ja, ich glaube, dass die auch nicht immer Bock hatten, da irgendwelchen scheiß Meldungen nee, nachzugeben. Nicht. Ja, da hat jemand nicht gekifft. Oh nein! Ja. Also und natürlich. Dann, das ist doch für die auch einfach nur nervig. Also, ja. Es gab natürlich vom Gesetz Polizisten, her, die da auch so vehement gegen waren, aber das war wirklich die Unterzahl. Du hast absolut recht, dass die meisten Polizisten einfach genervt waren. So, weil. Ja, ne, es geht keine Gefahr von denen aus und was soll das? Ne? Und es ist einfach nur nerviger Papierkram. Ja, ist so. Also die Polizei hat sich immer darüber beklagt. Das war ja auch einer der Punkte. Die CDU hat ja gesagt, nee, die Polizisten sind auf unserer Seite. Und dann hat die Polizei so gesagt, nein, sind wir nicht. Ihr seid ganz allein. Ja, weil so nach dem Motto, so die Polizisten, so, die wollen das auch alle, dabei einfach nicht. Wir haben sich einfach nicht mit dem Thema auseinandergesetzt und haben gar keine Ahnung, was die Polizei möchte. Wow!
Ja, aber das wurde ja immer so gesagt, ne? Auch ja, alle Ärzte und alle Polizisten sind dagegen und ja, irgendwie ist jeder dagegen, aber ihr macht das trotzdem oder so. Das wurde auch ganz oft gesagt. Und dabei war das gar nicht so, dass da jeder immer dafür war. Es sind halt die gekauften Leute, klar, aber. Ja. Irgendwer ist immer dagegen. Ein auf Lobbyismus. Ja. Und dann die Grünen so, Verbotspartei nennen, weißt du? Wenn wir alles verbieten wollen, aber die Grünen sind die Verbotspartei. Hm. Dreist. Oh Mann. Ey, ja, man kann sich alles zurechtlabern. Jetzt will der ein Sturgeon? Okay. Nee, ein Pikehead ist das. Pikehead. Hä? Ey, hier ist eine Tür jetzt. Only a master of the five ways may enter. 3 von 5. Oh, wenn man alles auf 10 hat, gibt es hier eine Tür, da kann man rein. Ach, wo bist denn du? Was machst denn du? Oh, das zeige ich euch gleich. Ne? Also können wir, so kirre. Können wir gleich mal hinratzen zusammen. Mhm. Auf der Insel oder wo bist du? Nee, ich bin bei, südlich von unserer Farm einfach. Ich habe da so eine dicke Katze gesehen im Wald. Okay. Nein, südlich unserer Farm. Ach so, die. Da ist im Wald so eine dicke Katze und die will Fisch haben. Und jetzt bringe ich der den Fisch, den sie haben will. Okay. Mm. No. Garfield hat Hunger. Ja, nee, der würde das an ihr wollen. Shit, da haben wir noch einen von. Okay, schauen wir mal, was er danach haben will. Please. Das sagen wir auch als Katze. Du bist dekadent. Ja, stimmt. Aber Garfield halt. Ja. Dreist auch. Damit ist schon ziemlich dreist. Dreist Meets. Oh, ich bin fast tot. Oh, oh. Also ich meine, ich habe gar viel nie gesehen. Ich kann mich nicht entsinnen, das mal aktiv gesehen zu haben. Ah, nur mal so ein bisschen comic-mäßig kam das, glaube ich, mal in irgendeinem Kinder-TV, was weiß ich wie, wenn man jeden Tag die ganze Zeit alles weggeglotzt hat. Was denn? Aber ich fand das jetzt auch nicht sonderlich spannend. Da gab es ja auch immer so Filme noch drüber, Garfield halt. Achso, ja. Und den einfach irgendwie nervig, keine Ahnung. Ja, hab mich auch nicht abgeholt. Da ist ja Simon's Cat mein Ding. Das ist so Katzen, wie sie wirklich sind. Dreist. Nämlich. Richtige Dreist-Dinge. Ja. Du kannst nicht alle Katzen über einen Kamm scheren. Doch. Das sind Lebewesen und alle anders. Ah, nein! Hui, das war knapp. Schnell weggemordet. Please be nicht knocked out. Nee, be ich nicht. Okay. Raul ist nämlich gerade übelst am Bienen. Am Bienen. Was soll das? So, hier rein. Fischis. Da rein. Kiegerschleimei gefunden. Was mache ich damit? Das packe ich dann in die... Oh, nice. In die Schleim... In den Brüter. Also in der Schleimdingens, ne? In dieser Schleimfestung. Oder wie? Genau, in den Brüter da. In, links oben in die Ecke. Alles klar. Und dann passt das. Oder du verkaufst es direkt, kannst du eigentlich auch machen, ne? Weil wir kriegen ja Nachwuchs. Gibt, glaube ich, 8k oder so. Schon nicht schlecht. Wer soll ich verkaufen? Ja, verkaufe doch einfach das Ding. Ja, verkaufe. Kannst du eigentlich machen. Wie gesagt, wir kriegen ja eh Nachschub. Tigerschleim-Nachwuchs. Okay, dann verkaufe ich's. So, und ich sollte mir außerdem mal was zu essen mitnehmen. Ich bin gerade fast gedeiht. I die, die. Another day. Da, 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 da. Ja, diese Song-Assoziation immer. Day and night. Ach nee. Das ist laus. Aber noch keine Secret Note. Das gibt es doch nicht. Das gibt es ja nicht. Hash Browns. Oje, wir brauchen Oje. Mehl und Oil. Mhm, da kann man. Oh, hier kommen ja auch Bienen an. Das wusste ich gar nicht mehr. Oder sind die auch neu? Bienen und solche Raupen? Bienen gab's vorher schon. Nein, neu zu sein.
Ja, aber dass wir wieder rumfliegen? In der Höhle? Turbinen und so Larven? Nee, das kenne ich nicht. Also ich habe die noch nicht Larven, gesehen. Doch, die Larven gibt's schon, da gab es schon, ja. Die verpuppen sich dann irgendwann, dann kann man die derzeit nicht töten und dann werden da diese Fliegviecher draus. Oh fuck, ich gehe mal zurück jetzt, aber jetzt überhaupt. Oh, jetzt wo du sagst. Geh ein bisschen kuscheln. Ah, schnell. Ja, es hat Dreier oder Vierer? Okay, Dreier. Ah nee, Vierer mit der Cat, ach toll. Ein Dreier, ein Vierer. Da. Safe and sound. Nice. Schon wieder ordentlich Kohle rein. Cholera. Cash. Cash. Perfekt. Und Cholera. Und Coca-Cola. Lecker. So, Muss mit arbeiten gehen. Ich sehe dich dann heute Abend. Ich werde an dich denken. Ach, Maru. Bist doch bei Mutter, ey. Geil, jetzt hast du das mit den Truhen hier auch übelst geschortet. Oder? Waren hier mal mehr in der Reihe? Nee, es gibt genauso viele. Ist aber nur mehr Platz drin jetzt. Na gut. Aber ich mache hier mal Coffee weiter. Wo wir gerade dabei sind. So. Und hoffentlich schlüpft heute mal ein. Soll ich die Summer Squash Seeds jetzt hier reinlegen? Oder wollen wir die lieber im Tropical Ding dann nutzen? Sieh es einfach immer in die Seedkiste. Also auch ob es Tropical ist oder nicht, habe ich immer trotzdem da reingeworfen. Damit wir alle Seeds direkt. Ne? Ja. Wir sind Seed und so, oder? Ja, genau. Und das ist unser Gebiet. Na gut. Alles klar. Ah, okay. Okay. Tee fehlt noch. Gut. Dann ist es so. Teeblätter sein. So. Da nochmal den Gebiet streicheln, damit wir neue Viechers kriegen. Oh, süß! Ich hab mir eine Muschel gegeben. Eine Strandschnecke. Okay. So, und da gehe ich mal zu den Dinos. Das sind die 4-9. Aber das sagt mir nichts. Dinos. Geil. Na also, eine neue Baby-Echse ist geschlüpft. Will einen Namen? Patchers. Nö. Zera, Petri, Ducky. Ich nenne sie Ducky. Gehen wir die komplette. Bist du gerade auf, wie heißt denn das nochmal? Ein Land vor unserer Zeit oder wie? Ja, Littlefoot haben wir jetzt. Peter, keine Ahnung. Und Ducky. Sehr gut. Ist Peter, ich war Peter. Ja, ihr habt gesagt, wie soll ich ihn nennen? Und dann habe ich gesagt Peter und dann habe ich sie Peter, aber mit A. Also wie die Tierschutzorganisation. Peter! Hey, du brauchst das kleine Aegis, oder? Raymond? Ja. Ja, hab ich. Nice. Hier, warte. Bingelingeling. Das kannst du wegschmeißen oder verkaufen. Nice. Wo ist denn der Kaffee? Ah, da. Achso, ist sowieso kaum noch was da. Na gut. Oh, wenn wir noch diesen Selbststreichler hätten, ey, für alle Ställe, das wäre so nice. Können wir holen? Können wir easy holen? Nee, ich dachte nicht. Das ging doch nicht. Wir haben das verplant, das zu holen, oder nicht? War das nicht so? Man konnte es eigentlich holen bei dem Joja-Markt und ja, das war doch das. Ich erinnere mich. Und weil wir den Joja-Markt jetzt verbannt haben. Ja, das war ein bisschen unlucky. Oh, scheiße. Ja. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Nein! Die müssen doch irgendwas im Update drin haben, dass es jetzt geht. Dass es jetzt wiederholbar ist. Ja, gut möglich. Dass sie es echt geupdatet haben. Alter, das... Meinst du? Ja, wer weiß.
Naja, wenn genug Leute einen saftigen Brief geschrieben haben, dann sicherlich. Der sich gewaschen hat, oder? Ja, ich glaube schon. Ganz schön gewaschene Briefe. Ich glaube, sie haben es verstanden.